Guten Morgen zusammen, Salve a tutti. Es ist 6 Uhr morgens am 14. Mai. Und in diesem kleinen Clip geht es um den Nasdaq. Und auf dem Thumbnail habe ich geschrieben: Sucht eine Entscheidung. Vor euch liegt der Monatschart. In diesem Fall kommt er jetzt hier von 2012. Also schon eine beachtliche Leistung, die der da gebracht hat, der Nasdaq, überhaupt keine Frage. Ich gehe ganz gerne mal so alle paar Wochen auch die Monatscharts durch und da fällt mir hier doch ein bisschen was auf. Das eine ist, wir gehen nicht weit weg, also wirklich nicht weit weg von dem alten Monatshoch hier bei rund 17.000. Das ist ein bisschen zu wenig. Der ermüdet, erschlafft. Und das sieht man auch hier unten über das MACD. Die Balken werden kürzer. Wir haben im Moment noch nicht ausgeprägt eine negative Divergenz. Hier an diesem Punkt war die Technik höher. Und obwohl jetzt der Markt etwas höher ist, kommt die Technik nicht mehr mit. Aber sie ist noch nicht ausgeprägt. Die kann ja noch ein bisschen weitergehen. Aber es ist zumindest mal so ein Vorsichtssignal. Aber der Freund hier unten, der gefällt mir überhaupt nicht. Die Stochastik ist jetzt bei 83. Das ist jetzt oben auch schon die Maikerze natürlich schon drin. Der sieht im Moment nicht vertrauenserweckend aus. Das kann natürlich, sowas werden wir hier langgezogen oder hier auch langgezogen. Also es ist noch kein Verkaufssignal. Aber wäre das ein Stundenchart oder ein 4-Stunden-Chart, würde ich mich auf jeden Fall präparieren, auf dass ich Puts habe, die relativ knapp hier hinterliegen. Irgendwo so bei 19.000 oder ein bisschen höher. Mich aber auch dann stoppen lassen, wenn wir das bisherige All-Time-High, hier bei 18.495 ungefähr ist das, wenn wir das überbieten mit Schlusskurs, da würde ich mich dann stoppen lassen, aber das scheint für mich ein überschaubares Risiko zu sein. Mit einem Ziel auf dem Monatschart zur 20-Monats-Linie, da sind wir bei 15.131. Das ist ja nicht viel. Ja, das ist also für so einen Anstieg wäre das also wirklich nur eine gesundes Imbiss nehmen, eine gesunde Pause. Gucken wir mal auf die Woche. Die Woche. Hier ist er. Hier sehen wir also wie ich finde, kleinen Unterschied zwischen dem alten Hoch und dem, was wir jetzt hier in den letzten Wochen gemacht haben. Das genaue Hoch war, wann war das? Das müsste diese Woche hier gewesen sein, vom 18.03. Hier ist es so, dass wir von der Technik her, also jetzt mal gesprochen auf das MACD, sind wir völlig neutral. Da ist kein Signal, kein gar nichts. Dass das hier gebrochen hat, nehme ich zur Kenntnis, aber sowas nehme ich ja nicht ernst. Auch hier eine negative Divergenz verglichen mit diesem Kurs. Das war also nicht das alte All-Time-High wie eben beim Monat, sondern mit dem aus dem Juli letzten Jahres. Die Technik war höher, also das MACD war höher, als es das jetzt ist. Das ist auch eine negative Divergenz. Hier sind wir noch im neutralen Bereich, leicht, also ganz leicht überkauft. Aber von der Woche her habe ich kein sinnvolles Signal. Aber ich sehe, ich habe es hier oben schon eingezeichnet, ich sehe dieses Plateau, was sich hier gebildet hat. Dann müssen wir jetzt mal auf den Tag gehen. Am Mittwoch, sprich morgen, kommen dann wieder Inflationszahlen und dann geht es wieder los mit Zinshoffnung, Zinsangst, Zinshoffnung, Zinsangst. Muss man mit rechnen. Das hier ist jetzt der Tageschart. Hier sieht man das Plateau ein bisschen besser, was sich schon über Wochen hinauszieht. Und genau genommen haben wir eigentlich seit hier, das ist seit dem Januar diesen Jahres, sind wir in der Seitwärtsrange. 17.044 zu 18.460. Das ist keine große Spanne. Ja, also sieht man hier richtig. Wir sind in der Nähe der oberen Bänder. Wir sind am, oder des oberen Bandes, wir sind an diesem All-Time-High, 18.448. Aber hier wird das MACD auch schon, ist erschlafft, es wird weniger. Man sieht es kaum, aber die sind minimal kürzer. Die Stochastik gilt als heftigst überkauft mit 3 oder fast 94, aber auch noch ohne Signal. 200-Tage-Linie, normaler Abstand zum aktuellen Kurs bei 16.424 gucke ich auch nicht so drauf. Mein Fazit ist, der Junge muss zusehen, dass er Land gewinnt, dass er hier drüber geht, mit Schlusskurs. Wenn er das, und dann setzt sich der Trend weiter fort. Und dann haben wir noch mit Sicherheit nochmal irgendwie 500, 600, 700 Punkte oben drüber rauf, bis zur Sommerpause. Traditionell fängt die so an, so Beginn Mitte Juli. Ja, haben wir also auch noch ein bisschen Zeit, da können wir noch einige Unruhe hier stiften. Wenn er das allerdings nicht schafft,
und geht mit Kursen unter diese Kerze hier, das ist meine Meinung, da sind wir so unter 18.000 etwas und das ist nicht viel, das sind nur 200 Punkte, dann gehe ich auch davon aus, dass wir wenigstens die 20-Tage-Linie sehen bei 17.715. So, und deswegen habe ich jetzt folgende Scheine mal für euch rausgesucht. Da ist für alles was dabei, weil das wird hektisch werden am Mittwoch. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Sollte der, ich mache das mal hier ein bisschen rüber, sollte der Freund diesen Punkt hier knapp, sagen wir mal mit 18.500 brechen, kann man sich aussuchen, entweder so einen Schein hier, 17.505, damit sind wir knapp unter der 20-Tage-Linie, oder einen, der ist ein bisschen weiter weg, ist sogar noch unter diesem Verlaufstief hier bei 16.900. Einen von den beiden kann man dann wählen, in der Annahme, dass der nochmal 500 Punkte draufsetzt. Sollte er jetzt hier oben verhungern, deswegen ist es für mich so wichtig, dass der sich jetzt hier mal entscheidet und dass er Gas gibt, der muss sich beeilen, weil sonst dreht das alles hier runter. Und das wäre negativ. Also für die Leute, die, ich bin eher der Meinung, dass wir eher nochmal so die 20-Tage-Linie besuchen, gibt es also auch diese beiden Optionen hier, 18.703 und 19.306. 19.306 ist hier oben irgendwo im Chart, ist weit weg. Aber den darf ich eigentlich nur nehmen, wenn dieses Top hier anerkannt wird oder angenommen wird vom Markt als Top, als Moment, wo er mal ein bisschen dreht. Wenn also hier ein Verkaufssignal reinkommt oder hier die Histogrammbalken kürzer werden. Da kann man sich zwischen einem von den beiden hier entscheiden. Ich tendiere dann natürlich immer zu dem mit dem größeren Hebel. Aber ich würde, wenn ich den gekauft habe und der Markt dreht sich dann doch, den auf jeden Fall über 18.500 zumachen, stoppen, relativ schnell stoppen lassen. Weil das ist für mich hier eine der Marken, die sehr wichtig ist. Das ist die Unterstützung, die für mich sehr wichtig ist. Und dann haben wir natürlich hier unten den Bereich von 17.000. Also Mittwoch wird heftig, aber so seid ihr jetzt wenigstens ein bisschen darauf vorbereitet. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.